Barbara Rollnocke ist die für Flüchtlinge hier in Remscheid zuständige Dezernentin. Wie viele erwachen Sie heute? Laut der Liste, die wir übermittelt bekommen haben, 219. Gilda Krein, gestern hatten Sie 200 Betten parat, ja, mit Matratzen. Wie viel sind es heute? Heute sind es 280. Wie sind Sie an den Rest gekommen? Durch viel Kreativität. Mal genauer. Wir haben im örtlichen Einzelhandel gekauft, wie wir das gerne tun. Und das stellen Sie dann dem Land NRW in Rechnung? Das wird die Stadt Remscheid dem Land NRW in Rechnung stellen, ja. Können Sie sagen, woher die Flüchtlinge jetzt kommen? Was ich jetzt den Listen entnommen habe, kommen sie, ich sag mal, nur noch zu einem geringen Teil aus dem Westbalkan, sondern eben überwiegend aus Afghanistan, Irak und Syrien. So wie ich das überblickt habe, sind circa 20 bis 30 Kinder dabei. Aber wie gesagt, wir müssen erst mal schauen, was dann in welchem Zustand die Flüchtlinge wirklich sind. Denn die sind ja auch schon länger hin und her gekarrt worden. Die kamen jetzt aus Unna. Das ist da auch eine Unterkunft gewesen. Wie lange die da waren, weiß ich nicht. Wir hatten es jetzt nur erlebt gehabt in der Pestalozzi-Schule, als die Belegschaft ausgetauscht wurde. Da war ein Mann, der sagte, er war an 3 Tagen in 6 Städten in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß im Augenblick nicht, wie das System ist. Ich blicke da nicht durch. Blickt da überhaupt jemand durch? Also ich zumindest nicht. Gebe ich offen zu, da fehlt mir anscheinend der Verstand, um das zu verstehen. Hallo, Mikrofon funktioniert? Leider nicht. Hello. Hello. I'm the mayor of the town. You're very welcome here. Please come with your baggage and your house. You get something to eat, to drink, for family for the children, and then you get a room and a bed. But you're very welcome here in my town. Okay. Ach, guck mal, ganz kleines Kind. Das ist das neue Übergangsheim der Stadt Remscheid? Neue Notunterkunft, die wir für das Land hier zur Verfügung stellen. Ja, aber es wird wahrscheinlich nicht die letzte sein. Das ist wohl wahr. Da, wenn man Fernsehen schaut, dann sieht man, dass die Flüchtlingsströme nicht aufhören. Wo sind Sie denn auf der Suche? Im Gebiet der Stadt Remscheid. Wollen Sie schon was verraten? Nein, auch aus Sicherheitsgründen. Wenn ich jetzt hier ein Objekt nenne, können wir da direkt den Sicherheitsdienst hinstellen. Und das sind Kosten, die wir auch nicht erstattet bekämen. Es gibt erst dann Sinn, wenn die Sachen auch spruchreif sind. Es sind verschiedene Sachen in der Planung, auch in der Überprüfung. Und wir versuchen das auch etwas auf das Stadtgebiet zu verteilen. Wir haben da alles im Blick, aber die Entscheidungen sind noch nicht spruchreif.